Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV-Wochenschau. Mein Name ist Anuschka Bacic und wir starten jetzt direkt und sportlich mit meinem Kollegen Carsten Boning. Der stimmt uns jetzt nämlich ein auf das nächste Heimspiel von Raster Vechta. 3 Spiele, 3 Siege, Platz 1. Die Basketballer von Raster Vechta haben in der zweiten Bundesliga Pro A einen Start nach Maß erwischt. Der gute Auftakt ist für Andreas Wagner aber noch längst kein Grund, in den Energiesparmodus zu schalten. Der Trainer von Raster fordert den 4. Saisonsieg. Und zwar am Samstagabend um 20 Uhr. Die Kirchheim Knights aus Baden-Württemberg laufen im Rasterdom auf. Nach dem glücklichen 78-75 Sieg in Trier stellt Andreas Wagner seine Mannschaft erneut auf ein enges Spiel ein. Die Kirchheim Knights sind für ihn ein Geheimtipp für die attraktiven Playoff-Plätze. Diese Aussage tätigte er bereits vor dem Saisonstart. Jetzt, kurz vor dem Spiel, bezeichnete er den Gegner als sehr gefährlichen Gegner, der an einem guten Tag jedes Team schlagen kann. Bei Raster Vechta grassiert die Grippewelle. Andreas Wagner hofft, dass Christian Standhardinger und Jeremy Dunbar am Samstag einsatzfähig sind. Sie konnten zu Beginn der Woche nicht trainieren. Der am Knie verletzte Joshua Young, der noch kein Spiel für Raster absolviert hat, befindet sich im Aufbautraining. Das Kirchheim-Spiel kommt für den Amerikaner noch zu früh. Und der Gegner? Die Kirchheim Knights haben auch 3 Spiele absolviert. Dem Auftaktsieg in Rhöndorf folgten 2 Niederlagen gegen Chemnitz und in Jena. Für die Raster-Fans gibt es ein Wiedersehen mit Richie Williams. Der Aufstiegsheld, der Raster von der Pro A in die erste Liga führte, wechselte im Sommer von Vechta nach Kirchheim und kehrt nun an seine alte Wirkungsstätte zurück. Das gilt übrigens auch für Andreas Kronhardt. Der Center spielte vor 5 Jahren für Raster Vechta und führte das Team zusammen mit seinem Gegenspieler Matt Reed ins Viertelfinale der Pro B. Und auch hier gilt wieder, wer auf dem neuesten Stand bleiben will, der verfolgt am besten unseren Live-Ticker vom Spiel auf unserer Facebook-Seite. 3000 Besucher kamen neulich nach Hausstätte bei Barkum. Der Grund dafür war eine Landmaschinenschau. Was genau dahinter steckte, das erzählt uns jetzt Hans-Heinrich Kowalewski von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Hier veranstaltet die Landwirtschaftskammer Niedersachsen eine Maschinenvorführung zum Thema Technik der Gewässerunterhaltung. Und da geht es darum, Techniken zu zeigen, mit denen man insbesondere Gräben und Wegeränder und sowas in Ordnung halten kann. Und das ist eine Veranstaltung, die findet alle 5 Jahre statt. Und die hat europaweite Bedeutung, und zwar deshalb, weil es eine derartige Veranstaltung sonst nirgends gibt. Das hängt damit zusammen, dass wir hier in dieser Region um den Ort Hausstätte im Kreis Vechta sehr viele verschiedene Gräben haben und deshalb an den unterschiedlichen Gräben auch unterschiedliche Geräte zeigen können. Insgesamt die Entwicklung geht hin zu immer mehr Ökologie bei der Grabenreinigung. In früheren Jahrzehnten ging es nur darum, sozusagen die Gräben vom Bewuchs und vom Schlamm zu befreien. Das hat sich jetzt ein Stück geändert. Jetzt wird auch sehr stark darauf geachtet, dass die Tierwelt in dem Bereich keinen allzu großen Schaden nimmt. Und deshalb sind auch ganz andere Geräte heute im Einsatz, als das früher ist. Also Geräte, die Tierwelt wesentlich mehr schonen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und gleich geht es weiter bei uns mit Videos über die Elite-Auktion der Oldenburger Herbstauslese und über das Klimapilgern. Doch zuvor ein bisschen Werbung. Die OV Digital für 7 Tage kostenlos lesen. Mit dem OV Digital-Abo und der neuen OV-App bekommt ihr jederzeit die neuesten Nachrichten aus der Heimat direkt auf Smartphone oder Tablet. Einfach in der App oder unter www.ov-digital.de freischalten. Ohne Verpflichtung oder Kündigung. Jetzt schnell sein, denn diese Aktion läuft nur noch bis zum 18. Oktober. OV-Digitalkunden sind früher informiert als andere. Denn bereits ab 19 Uhr können sie in der neuen OV-App die Top-News des Tages in voller Länge lesen. Noch bevor die Heimatzeitung überhaupt gedruckt ist. Immer mehr Möglichkeiten.
Möglichkeiten in immer kürzerer Zeit. News auf allen Kanälen. Ein Interesse, 1000 Treffer. Doch was ist wirklich wichtig? Was kann ich glauben? Was sind all diese Informationen wert? Je mehr es davon gibt, desto mehr wächst auch der Wunsch nach Orientierung. Nach glaubwürdigen Artikeln aus erster Hand. Ausgewählten Themen, die wirklich interessieren, egal wo sie stehen. Und nach einer Berichterstattung, die alle Seiten betrachtet. Das ist es, was meine Zeitung stark und einzigartig macht. Weil jedes Wort Hand und Fuß hat. Mich mitreden lässt. Meinen Blick erweitert. Uns verbindet. Weil jedes Wort das Wichtigste aus Tausenden ist. Deswegen ist meine Zeitung jedes Wort wert. Von Flensburg nach Paris. Nicht mit dem Flugzeug, sondern zu Fuß. Das haben 6 Dauerpilger innerhalb von 11 Wochen vor. Ihr Ziel, am 30.11. bei der UN-Klimakonferenz mit dabei zu sein. Begleitet werden sie dabei immer wieder von Tagespilgern, die ein Stückchen mitgehen. So neulich auch in unserer Region, von Visbeck nach Vechta. Und auch ich habe mit der Kamera vorbeigeschaut. Das große Ziel des Klimapilgerweges ist es, dass die versammelten Vertreter der Staaten dieser Welt endlich verbindliche Ziele festlegen, um den Anstieg des Klimas zu begrenzen. Schwachstellen findet man natürlich, wenn man den Unbillen des Wetters ausgesetzt ist, wenn es sehr regnet und die Schuhe sehr nass werden. Dann denkt man, wann bin ich endlich an dem Ziel? Genauso, wenn es im Sommer sehr, sehr, sehr warm ist und irgendwann das Wasser ausgeht, man am Morgen vergessen hat, genügend Trinkwasser mitzunehmen, denn jedes Gramm zählt beim Pilgern. Die Herausforderung zum Beispiel jetzt ist, dass wir in einer Gruppe gehen und dass die ganze Gruppe mitgenommen werden muss. Jeder kann nicht einfach sein Ding machen und so seinen Weg gehen, sondern es ist eine gemeinsame Aktion, wo man gemeinsam losgeht und gemeinsam ankommt. Man bekommt Einblick in ganz andere Lebensverhältnisse, Lebenszusammenhänge, Lebensentwürfe, hat sehr viele, auch sehr gute und sehr intensive Gespräche am Wegesrand oder auch in der Gruppe. Und lernt auch am Wegrand vieles kennen, was man sonst einfach nie gekannt hätte. Pilgern allgemein ist für mich Beten mit den Füßen. Über 1,8 Millionen Euro. Das ist die Summe, die bei der letzten Elite-Auktion in der Reithalle in der Grafenhorststraße in Vechta zusammengekommen ist. Und ein Einblick von der Atmosphäre von dort, den schauen wir uns jetzt nochmal an. Und 12.000 habe ich da, und 12.000 habe ich hier gerade bis zu 13.000, 14.000, 14.000 habe ich dort, und 14.000, 16.000, 18.000 habe ich da, Hamburg. Auktionsleiter Uwe Heckmann ist in seinem Element. Bei der 83. Elite-Auktion der Oldenburger Herbstauslese kommen 48 Sporteliten und 37 Elite-Fohlen unter den Hammer. 30.000 zweimal, also zum ersten Mittwoch, und 32.000, 31.000 und 31.000. Und für USA gehalten einmal 31.000 und vielleicht Kanada, ich weiß es nicht, und 31.000 dort und 31.000 einmal. Dabei sind nicht nur Käufer aus unserer Region, sondern von weltweit. Diese sind oft über Telefon oder Internet mit jemandem in der Reithalle verbunden, der für sie stellvertretend die Gebote abgibt.
dahinter hin. 22. Und ich habe zum Glück nicht aus Versehen mitgeboten. Das hätte sonst etwas teuer werden können. Da müsste ich sonst noch viele Jahre Videos produzieren. Das war es an dieser Stelle, eine neue Ausgabe der OV-Wochenschau. Wenn ihr mögt und kein Video verpassen wollt, verfolgt uns auf Facebook oder abonniert direkt unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.